Willkommen zu einem weiteren QGIS-Tutorial. Nachdem ihr in QGIS alle benötigten Layer hinzugefügt und alle Berechnungen und Einstellungen durchgeführt habt, kommt ihr schließlich zu dem Punkt, an dem ihr die eigentliche Karte erstellen wollt. Dies kann in QGIS selber durchgeführt werden und nennt sich Kartenlayout bzw. Drucklayout. Damit beschäftigen wir uns auch heute. Im Laufe des Videos werde ich also auf alle wichtigen Elemente einer Karte eingehen, wie etwa die Legende oder der Maßstab. Ich werde außerdem erklären, wie man diese dem Kartenlayout hinzufügt und dann auch bearbeiten kann. Wenn ihr nun eine Karte erstellen wollt, öffnet ihr als erstes das entsprechende Projekt in QGIS. Hier geht ihr oben in die Leiste und sucht die Option Neues Drucklayout aus. Falls ihr bereits ein Drucklayout angelegt habt und dies nun weiter bearbeiten möchtet, könnt ihr das auch über Layout-Verwaltung anzeigen einmal öffnen. Da ich ja noch keine Karte angefangen habe zu erstellen, öffne ich ein neues Drucklayout und gebe diesem als erstes einen Titel. Hiermit öffnet sich nun ein weiteres Fenster innerhalb von QGIS. Hier könnt ihr nun das eigentliche Drucklayout erstellen. Als erstes würde ich immer die Seiteneigenschaften einstellen. Dazu macht ihr einmal einen Rechtsklick und sucht die Seiteneigenschaften aus. Damit öffnet sich nun hier unten dieses Fenster, in dem ihr einmal die Größe und auch das Format einstellen könnt. In meinem Fall wäre A4 ausreichend, ich würde aber gerne meine Karte im Hochformat erstellen. Dazu wechsle ich einmal das Ganze. Nun kann ich anfangen, dem Layout Elemente hinzuzufügen. Das kann ich machen einmal über die Leiste hier links oder auch oben über den Reiter Element hinzufügen. Meinem Layout füge ich nun als erstes eine Karte hinzu. Das kann ich über dieses Symbol machen. Oder auch hier in der Seite einmal angezeigt. Um die Karte nun zu platzieren, suche ich mir einfach den Bereich aus und füge die Karte ein. Es dauert einen Moment und dann wird sie auch direkt in das Layout geladen. Die Karten sind immer direkt mit dem Hauptfenster von QGIS verbunden. Das heißt, Änderungen in dem Hauptfenster werden auch hier wiedergespiegelt. Wenn ich nun also zum Beispiel diesen lilanen Layer der einzelnen Gemeinden entfernen möchte, dann öffne ich hier das Hauptfenster von QGIS und schalte den entsprechenden Layer einmal aus. In der Layout-Ansicht klicke ich hier oben einmal auf Ansicht aktualisieren. Damit wird dann das Layout wieder mit dem Hauptfenster abgegleicht und der entsprechende Layer ist nun auch hier verschwunden. Alle Elemente, die ihr dem Layout hinzufügt, können auch im Nachhinein noch weiter verändert werden. Dies kann man einmal über die Option Element auswählen bzw. verschieben machen. Hier kann ich etwa die Größe von meinem Element verändern oder auch die Position auf dem Layout. Die andere Option, die einzelnen Elemente zu bearbeiten, ist über den Elemente-Inhalt. Wenn ihr dies auswählt, dann verschiebt ihr die eigentliche Karte, nicht aber deren Position im Layout. Das sieht etwa so aus. Wenn ihr, wie ich, ein Element ausgewählt habt, könnt ihr dies noch weiter über die Elementeigenschaften verändern. Für die Karte könnt ihr zum Beispiel einen Maßstab einstellen. Auch könnt ihr eure Karte drehen. Zum Beispiel um 90 Grad. Außerdem könnt ihr hier noch einmal das Koordinatenbezugssystem ändern. Ich benutze aber weiterhin das Projekt KBS. Nachdem ihr die Karte hinreichend angepasst habt, könnt ihr diese auch sperren, indem ihr einmal neben Layer sperren einen Haken setzt. Das heißt auch, dass Änderungen, die im Hauptfenster durchgeführt werden, keinen Einfluss mehr auf diese Karte haben werden. Das heißt, es wird keine Aktualisierung dieser Karte mehr durchgeführt. Das ist besonders wichtig, wenn ihr weitere Karten, wie zum Beispiel eine Übersichtskarte, hinzufügen wollt. Als nächstes würde ich euch zeigen, wie man ein Gitter, einen Rahmen und Koordinaten am Rand der Karte hinzufügen kann. Dazu klappt ihr hier unter Gitter das Ganze einmal aus, drückt dann auf das Plus und so wird dann auch ein weiteres Gitter eurer Karte hinzugefügt. Um dieses nun zu bearbeiten, klickt ihr hier unten auf Gitter ändern und kommt dann zu diesen weiteren Einstellungen. Hier könnt ihr nun den Gittertyp verändern. Das macht gerade natürlich noch keinen Sinn, da das Gitter noch nicht angezeigt wird. Dazu muss ich dann zuerst einmal ein Intervall festlegen, in dem das Gitter dann angezeigt werden soll. Da könnte ich zum Beispiel 1000 aussuchen.
Das Ganze findet hier einmal in Karteneinheiten statt. Falls ihr das aber in bestimmten Millimeter, Zentimeter Abständen machen wollt, könnt ihr das Ganze hier oben auch einmal einstellen. Das Tausender ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klein. Das kann ich dann also auch einmal verändern. Und bei einem Abstand von 5000 sieht das Ganze schon besser aus. Jetzt kann ich auch hier oben den Gittertyp einmal verändern, zum Beispiel ausgefüllt oder ein Kreuz, Markierungen oder auch nur Rahmen und Beschriftungen. Das werden wir gleich noch einstellen. Das ist dann aber auch die Option, die ihr auswählen wollt, falls ihr zwar am Rand Koordinaten anzeigen lassen wollt, aber kein eigentliches Gitter darstellen möchtet. Ich wähle jetzt hier einmal ausgefüllt aus. Das finde ich, das passt sehr gut. Um jetzt hier noch die Linie zu verändern, kann ich das einmal über den Linienstil machen. Da kann ich dann hier die Linie selber verändern, falls ich da etwas anderes haben möchte. Ich kann aber auch allgemein die Farbe ändern, in ja, jede mögliche Farbe, die es eben gibt. Und ich kann die Deckkraft einmal senken. Das ist vielleicht ganz wichtig, damit man die Kartenelemente, die dahinter liegen, auch noch erkennen kann. Als nächstes gehe ich dann über zu dem Rahmen. Hier gibt es dann auch viele verschiedene Optionen. Ich entscheide mich jetzt hier aber einmal für das Zebramuster. Falls dieser Rahmen euch etwas zu breit sein sollte, könnt ihr das natürlich auch über die Rahmengröße einmal verändern. Zum Beispiel statt 2 mm nur 1,5 breit in meinem Fall. Genau, und da finde ich, sieht das Ganze schon besser aus. Die Farben, mit denen das Zebramuster dargestellt wird, könnt ihr unter Rahmenfüllfarben einmal verändern. Oder auch dieser ja, schwarze Rahmen, der einmal komplett außen rum liegt, den könnt ihr mit der Rahmenlinienstärke und der Rahmenlinienfarbe hier oben drüber auch verändern. Ich finde schwarz-weiß aber in Ordnung und würde das Ganze einmal so lassen. Als letztes könnt ihr in diesem Feld die Koordinaten hinzufügen. Das geht relativ leicht, indem ihr einmal auf Koordinaten zeichnen klickt und damit werden sie dann auch an allen Rändern eingeblendet. Falls ihr jetzt wie ich hier am Rand sagt, okay, auf der linken Seite und vielleicht auch oben möchte ich die gar nicht dargestellt haben, könnt ihr sagen, hier einmal deaktiviert und dann auch oben einmal deaktivieren und schon werden die nur auf zwei Seiten dargestellt. Weiterhin könnt ihr die einzelnen Seiten auch einmal drehen, also hier einmal auf der rechten Seite statt horizontal vielleicht vertikal aufsteigend und schon sieht das Ganze optisch viel ansprechender aus. Natürlich könnt ihr auch hier unten noch einmal die Schriftart verändern. Die Größe finde ich aber eigentlich ganz in Ordnung und Arial ist die Schriftart, die ich jetzt hier bei dieser Karte für alles verwenden werde. Deshalb kann ich das Ganze einmal so lassen. Als nächstes würde ich dieser Karte 1 eine Übersichtskarte hinzufügen. Das mache ich, indem ich hier drüben Karte hinzufügen auswähle und dann die Übersichtskarte einmal einzeichne. Bei einer Übersichtskarte ist es natürlich sinnvoller, wenn diese kleinmaßstäbiger ist als die eigentliche Karte. Das heißt, hier drüben verändere ich einmal den Maßstab. Und da ja auch diese Karte mit dem Hauptfenster verbunden ist, wechsle ich einmal kurz darüber, um noch die einzelnen Layer, die hier über der OSM-Karte angezeigt werden, zu entfernen. Über Refresh kann ich natürlich auch diese Karte einmal aktualisieren. Und hier sieht man auch, dass es funktioniert hat, eben die Karte 1 zu sperren, da diese gerade nicht aktualisiert wird und immer noch alle Layer anzeigt. Um nun die zwei Karten auch miteinander zu verbinden, klicke ich einmal auf die Übersichtskarte und wechsle zu dem Punkt Übersichten. Hier klicke ich dann auf das Plus, um eine neue Übersicht zu erzeugen und wähle hier unten unter Kartenrahmen einmal die Karte 1 aus. Hier sieht man dann auch, dass die eigentliche Karte mit einem roten Viereck dargestellt wird. Das kann ich auch hier drüben über den Rahmenstil verändern. Zum Beispiel könnte ich hier noch eine einfache Linie hinzufügen, um das Ganze etwas deutlicher zu machen. Als weitere Einstellung bei Karten kann man diesen noch einen Rahmen hinzufügen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn ich, wie in meinem Fall, zwei Karten habe, die sich eben überschneiden, um diese dann auch voneinander besser differenzieren zu können. Mit den Voreinstellungen bin ich eigentlich relativ zufrieden und kann das Ganze einmal so lassen. Eine weitere Einstellungsmöglichkeit bei Übersichten ist, diese zu zentrieren. Das könnt ihr hier unten über die Einstellung machen. Damit wird dann einfach das
Ja, Übersichtsfeld hier unten, einmal mittig von der Übersichtskarte dargestellt. Wenn ihr mit allen Einstellungen zu einem bestimmten Element fertig seid, könnt ihr dieses Element hier oben auch einmal sperren. Das heißt, dass ihr es nicht mehr aus Versehen auswählen und dann bearbeiten könnt. Falls ihr dann im Nachhinein doch noch etwas ändern möchtet, könnt ihr es auch wieder ganz einfach entsperren und wieder auswählen. Als nächstes würde ich darauf eingehen, wie ihr eurem Layout ein Textfeld hinzufügen könnt. Das macht ihr, indem ihr hier drüben einmal auf Beschriftung hinzufügen klickt und das Textfeld einmal einzeichnet. Damit öffnen sich natürlich wieder die Elementeigenschaften. Hier könnt ihr dann den eigentlichen Text eingeben. Weiterhin könnt ihr natürlich auch die Schriftart verändern, wie man das auch sonst kennt. Den Stil könnt ihr bearbeiten, wie etwa Fett, Kursiv und weiter. Und Größe, Farbe etc. können natürlich auch verändert werden. Wie in QGIS sonst auch, gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, den Text zu bearbeiten, mit Hintergründen etc. Wie auch alle anderen Elemente, kann natürlich auch das Textfeld bearbeitet werden. Falls also aus Versehen Wörter abgeschnitten werden, zieht ihr das Textfeld einfach etwas größer und schon wird wieder alles dargestellt. Textfelder, die ihr eurer Karte hinzufügen könnt, sind beispielsweise der Titel, aber auch der Autor bzw. das Datum, an dem die Karte erstellt wurde und natürlich die Quellenangaben, wie etwa die Daten- und Kartengrundlagen und auch das verwendete Koordinatenbezugssystem. Ich habe jetzt hier noch einmal alle wichtigen Quellenangaben hinzugefügt und würde gerne die Position innerhalb des Textfeldes verändern. Das kann ich dann unter Erscheinungsbild bei der Option horizontale Ausrichtung und vertikale Ausrichtung. Da würde ich jetzt hier einmal statt links rechts auswählen und das Ganze nach unten verschieben. Schon passt das Ganze hier unten viel besser in die Ecke. Wenn ich hier dieses Element beispielsweise verschiebe, fällt euch vielleicht auf, dass ab und zu solche blauen Linien auftauchen. Das kommt daher, dass ich unter Ansicht hier einmal Führung anzeigen, an Führung ausrichten und auch schlaue Führung eingeschaltet habe. Wenn ich diese Elemente einmal ausschalte, dann tauchen auch diese Linien nicht mehr auf. Das heißt dann aber auch, dass ich die Elemente nicht mehr so leicht aneinander ausrichten kann. Deshalb schalte ich das Ganze einmal wieder ein. Als weitere Hilfe zur Ausrichtung könnt ihr euch auch ein Gitter anzeigen lassen. Das wird dann hier mit diesen einzelnen Punkten einmal dargestellt. Auch könnt ihr natürlich die einzelnen Elemente an einem Gitter ausrichten lassen. Bisher habe ich die Elemente immer nur über die Maus verschoben. Das Ganze könnt ihr natürlich aber auch über Pfeiltasten machen. Wenn ihr mehrere Elemente auswählt, könnt ihr die auch über diese Symbole hier oben aneinander ausrichten. Zum Beispiel könnte ich so sagen, dass sie mittig zueinander ausgerichtet werden sollen. Als nächstes würde ich meinem Layout eine Legende hinzufügen. Dazu wähle ich hier drüben einmal das entsprechende Symbol aus und zeichne die Legende ein. Wie man hier sieht, werden immer alle Legendenelemente dargestellt, unabhängig davon, ob sie in der Karte tatsächlich angezeigt werden oder nicht. Als erstes würde ich der Legende nun einen Titel geben und sie mit der entsprechenden Karte verknüpfen. In meinem Fall wäre das Karte 1. Auch kann ich entscheiden, ob Symbole auf der linken oder auf der rechten Seite dargestellt werden. Scrolle ich ein bisschen herunter, habe ich hier unten die Option, die Legendenelemente quasi durch die verknüpfte Karte einmal einzuschränken. Wenn ich das hier also auswähle, werden nur noch alle Legendenelemente angezeigt, die auch eben in Karte 1 dargestellt werden. Um diese nun weiter händisch bearbeiten zu können, muss ich hier oben den Punkt automatisch aktualisieren einmal ausschalten. Nun habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Elemente über hier unten das Plus und das Minus hinzuzufügen oder wegnehmen zu können. So könnte ich zum Beispiel hier die Kontur einmal bearbeiten, indem ich einen Doppelklick darauf mache und dann einen anderen Namen vergebe. Das mache ich dann auch mit allen weiteren Elementen. Nicht nur die Begriffe, sondern auch die einzelnen Symbole kann ich verändern. So könnte ich hier etwa die Höhe vergrößern.
Außerdem kann ich die Zahlen neben meiner Höhenangabe verändern. So könnte ich zum Beispiel einen Suffix oder auch einen Präfix hinzufügen, wie etwa, dass es sich bei diesen Angaben um Meter handelt. Außerdem kann ich das Zahlformat anpassen und zum Beispiel festlegen, dass auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet werden soll. Wie bei allen anderen Elementen auch, kann ich natürlich wieder die Schriftfarbe und die Schriftart einmal anpassen. Weiterhin kann ich festlegen, ob die Legende in mehreren Spalten dargestellt werden soll. Das macht bei so einer kleinen Legende natürlich wenig Sinn. Auch kann ich wie bei den Karten einen Rahmen und auch einen Hintergrund hinzufügen. Das nächste Element, was ich meinem Layout hinzufügen werde, ist der Maßstab. Diesen wähle ich einmal hier drüben über dieses Symbol aus, zeichne ihn ein und schon wird er dargestellt. Als erstes überprüfe ich nun, ob der Maßstab auch mit der richtigen Karte verknüpft ist. Falls dies nicht so sein sollte, kann ich das an dieser Stelle natürlich wieder ändern. Als nächstes suche ich dann den Stil aus. Hierbei habe ich Auswahl zwischen verschiedenen Maßstabsleisten, wie zum Beispiel mit einem einfachen oder auch mit einem doppelten Rahmen. Auch kann ich einen numerischen Maßstab auswählen, wie etwa hier 1 zu 125.000. Es ist jedoch wichtig zu sagen, dass der numerische Maßstab nur dann verwendet werden kann, wenn die Karte nachher ausgedruckt wird. Das heißt, dass dieses A4-Layout auch in einem Format von A4 ausgedruckt wird. Bei allen anderen Karten, die also digital verwendet werden, muss eine Maßstabsleiste verwendet werden, da digitale Karten je nach dem Gerät in verschiedenen Größen dargestellt werden oder auch durch Zoom die Größe verändert werden kann. Stellt euch zum Beispiel vor, dass eure Karte über einen Projektor an die Wand projiziert wird. Auf einmal ist die Karte viel größer als an eurem Laptop. Da diese Karte digital verwendet wird, suche ich eine Maßstabsleiste aus. Diese kann ich nun durch die Einheiten oder auch durch die Breite bzw. die Anzahl an Segmenten verändern. Das letzte Element, das ich hinzufügen werde, ist der Nordpfeil. Dieser ist besonders wichtig bei verdrehten Karten. Um ihn hinzuzufügen, wähle ich ihn hier einmal aus der Leiste aus und zeichne ihn ein. Falls euch der Nordpfeil, der automatisch gewählt wird, nicht gefällt, könnt ihr hier unten über den SVG-Browser den Abschnitt Arrows auswählen und schon habt ihr hier viele verschiedene Nordpfeile, die ihr einmal auswählen könnt. Klickt euch da am besten einmal durch. Da es sich bei dem Koordinatenbezugssystem, das ich für meine Karte verwendet habe, um das UTM-System handelt, muss ich hier unten einmal unter Bilddrehung und Nordausrichtung statt Gitternorden geografisch Nord auswählen. Damit zeigt der Nordpfeil dann auch wirklich in die richtige Richtung. In QGIS gibt es noch weitere Elemente, die ihr eurem Layout ganz einfach hinzufügen könnt. Wie etwa ein Rechteck, eine Ellipse oder ein Dreieck. Diese wählt ihr dann ganz einfach aus und zeichnet sie ein. Wenn ihr beim Einzeichnen eures Rechtecks die Umschalttaste haltet, wird stattdessen ein Quadrat eingezeichnet. Bei der Ellipse zeichnet ihr also einen Kreis ein und bei dem Dreieck ein gleichseitiges Dreieck. Weiterhin könnt ihr auch Markierungen hinzufügen, Pfeile, Attributtabellen und weiteres. Falls ihr mit eurem Layout fertig und zufrieden seid, könnt ihr dies nun in einem letzten Schritt exportieren. Dazu habt ihr hier oben drei verschiedene Möglichkeiten. Bei der ersten exportiert ihr euer Kartenlayout als Bild, zum Beispiel im PNG, JPEG oder TIFF-Format. Karten sollten als Bild exportiert werden, wenn sie später Teil eines Posters oder auch einer PowerPoint werden. Achtet dabei darauf, dass ihr mindestens 300 dpi zum Druck einstellt. Als SVG könnt ihr eine Karte abspeichern, wenn ihr sie nachher in einem Vektorgrafikprogramm weiterverarbeitet, wie etwa in Inkscape oder in Adobe Illustrator. Als letztes könnt ihr das Kartenlayout noch als PDF abspeichern. Dies macht ihr am besten, wenn die Karte das Endergebnis ist, also nicht in einem weiteren Programm noch verarbeitet werden soll oder auch nicht Teil eines Posters bzw. einer PowerPoint sein wird. Ich hoffe, dass diese Anleitung hilfreich für euch war und dass wir uns in einem nächsten Video wiederhören werden.